على أربعي. Willkommen auf Balmora, mein Sith Lord. Hoffentlich mögt ihr zerbombte Drecklöcher. Captain Rigel, imperiales Gebietssicherungskorps. Wenn das Imperium eine Invasion startet, sind wir die Leute, die alles klar machen. Ich gehe mal davon aus, ihr wisst schon von der Lage hier auf Balmora. Ihr sagt mir bestimmt alles, was ich wissen muss. Während des letzten Krieges ist das Imperium auf Balmora eingedrungen, aber seitdem stecken wir bloß im Schlamm fest. Der Widerstand glaubt, er kann das Imperium von Balmora vertreiben. Wir sind hier, um das Gegenteil zu beweisen. Wie schwierig kann es schon sein, ein paar Widerstandskämpfern das Handwerk zu legen? Das sind nicht nur ein paar einzelne Kämpfer. Sie sind gut organisiert und bewaffnet. Aber wir können sie besiegen. Die balmoranische Exilregierung bereitet uns unter der Führung von Verteidigungsminister Vol Argen große Schwierigkeiten. Sie unterstützt den Widerstand. Der Minister ist nicht auf dem Planeten. Aber wenn wir seine Verbündeten brechen, brechen wir auch ihn. Und wenn wir ihn brechen, haben wir auch den Widerstand gebrochen. Warum lässt der imperiale Geheimdienst ihn nicht einfach exekutieren? Ich verstehe, was ihr meint. Den Kopf der Bestie abhacken, um sie zu töten, aber Widerstandsbewegungen sind keine Lebewesen. Wenn wir Argen eliminieren, ist das zwar ein harter Schlag für sie, aber solange seine Machtbasis bestehen bleibt, wird ein anderer Idealist seinen Platz einnehmen. Deshalb muss es ein Kahlschlag sein. Haben wir die Ehre, eure Unterstützung zu gewinnen? Normalerweise interessiert mich so etwas nicht, aber euer Projekt klingt faszinierend. Unseren herzlichsten Dank, mein Sith Lord. Mein Stellvertreter, Lieutenant Davril, plant die erste Phase der sogenannten Operation Umschwung. Ihr könnt ihn in Zobrik treffen. Er hat einen Plan, um den balmoranischen Widerstand in die Luft zu jagen. Ich denke, er wird euch gefallen. Zeige alle autorisierten Ziele an. Ich habe schon viel von euren herausragenden Leistungen gehört. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr einem gelegentlichen Geheimauftrag nicht abgeneigt seid? Einer unserer Offiziere hatte gerade eine unerfreuliche Auseinandersetzung mit einem geschätzten Gesandten und wir müssen die Folgen korrigieren. Ich wüsste nicht, was das mit mir zu tun hat. Diese Sache ist für die Besetzung Balmoras enorm wichtig. Wir könnten euch gut bezahlen. Dieser Offizier hat sich kürzlich mit einem unserer Chiss-Gesandten gestritten. Der Gesandte hat den Streit nicht überlebt. Die Chiss haben uns hier und anderswo im Krieg wichtige Geheiminformationen geliefert. Die Beziehungen zu belasten wäre nicht sehr vorteilhaft. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Leute vor unseren Verbündeten schwach dastehen. Ganz meine Meinung. Mein Sith Lord, wir haben eine Sicherheitsaufzeichnung gefälscht, die es so aussehen lässt, als ob balmoranische Rebellen den Gesandten angegriffen haben. Jemand ohne direkte Verbindung zu diesem Offizier muss in den Raum gehen, in dem der Mord geschehen ist, und die Aufzeichnung in die Sicherheitskameras einspeisen.
Mit ein bisschen Glück können wir die Leute so gegen die Rebellen aufhetzen. Ein hervorragender Plan. Der Gesandte wurde im Hinterzimmer einer Kantine getötet. Ich gebe euch die Koordinaten. Sagt unserem Mann an der Tür einfach, dass ihr für Breerden arbeitet. Dann lässt er euch durch. Hey, hey, ihr da. Habt ihr einen Moment? Oh, ihr seid einer von diesen Sith Lords. Ich hab noch nie einen von denen getroffen. Muss ich mich verbeugen oder so? Ich wette, ihr könntet mich zu der Person bringen, die hier das Sagen hat. Das sollte sich lieber für mich lohnen. Ich habe es nie ernster gemeint. Als ihr unsere Droiden gegen uns eingesetzt habt, war Balmorra tot. Jetzt müsst ihr nur noch aufwischen. Ich will nur heil aus dieser Sache rauskommen. Ich habe Informationen, genau hier, wo die Rebellen sind und worauf sie es abgesehen haben. Stellt mich den Oberbossen vor, dann verkaufe ich ihnen den Rest für einen Unterschlupf jenseits dieses Planeten. Ihr wollt überlaufen? Jetzt habt ihr es verstanden. Helft mir, bitte. Ich glaube, Lieutenant Trishoda kümmert sich um Überläufer. Aber er wurde ein paar Mal angegriffen, also sammelt er keine Leute mehr auf der Straße ein. Wenn ihr ihn überzeugen könnt, dass ich etwas Brauchbares für ihn habe, lässt er sicher einen Finderlohn springen. Welche dunklen Geheimnisse soll ich mit euch teilen? Hinfort! In einer der Gefahrenkammern befindet sich etwas von großem Wert. In derjenigen, die aufgesprengt wurde. Ich habe gehört, dass ihr Hilfe gebrauchen könnt. Ah, wer ist dieser Sith? Und dann noch jemand von auswärts. Es ist mir ein Vergnügen. Ich habe nämlich einen Sohn auf Korriban. Hier herrschen schlimme Zustände. Wir müssen Blaster mit Klebeband reparieren. Aber wir können euch helfen, so gut wir können. Mal sehen. Eine aufgesprengte Kammer. Ja? Captain, haben wir nicht noch diese Pumpen? Sir, wenn das die Kammer ist, an die ich denke, wird es nicht so einfach sein. Allein schon die Dämpfe haben manch einen in die Krankenstation gebracht. Es muss doch etwas geben, das diesem Zeug widerstehen kann. Wir müssen diese Grube irgendwie weniger tödlich machen. Sagt Captain, gibt es denn nichts, was diesen Giftmüll überleben kann? Naja, Sir, es wächst dort nichts. Aber da wären noch die Kolikoiden. Kolikoiden? Was wollen denn Rieseninsekten mit giftigen Abfällen? Fressen, Sir. Unsere Aufklärungssatelliten haben festgestellt, dass sie sich von Giftmüll ernähren. Wir haben den Verdacht, sie sind erschaffen worden, um das Zeug zu verwerten. Also, wie werde ich zum Kolikoiden? Sir! Nein, Captain, sie hat schon recht. Um auf den Grund dieser Grube zu gelangen, muss sie wie die Kolikoiden werden. Es muss einen Weg geben, euch die Resistenz der Kolikoiden anzueignen, damit ihr die Kammer betreten könnt. Captain, wo wurden diese Kreaturen erschaffen? Naja, ich weiß nicht genau, aber hier in der Nähe gibt es ein balmoranisches Forschungslabor, das von Kolikoiden überrannt wurde, als die Balmoraner es verließen. Aber die Kolikoiden sind bösartige Biester. Ein einziger von ihnen kann einen ganzen Trupp in Stücke reißen. Mit ein paar Krabbeltieren werde ich schon fertig. Wenn ihr es schafft, ins Labor vorzudringen und das Geheimnis der Kolikoiden zu finden, werden wir alles tun, um euch in die Giftgrube zu bringen. Sir, selbst wenn wir herausfinden, was die Resistenz verursacht, hätten wir doch keinen... Darüber machen wir uns später Sorgen. Jetzt muss unser Sith erstmal ins Labor und herausfinden, was die Balmoraner mit diesen Geschöpfen veranstaltet haben. Endlich eine würdige Schülerin.
Hinfort. Mein Sith-Lord, die Kunde eures Talents eilt euch voraus. Ich bin geehrt. Ihr seid euch sicherlich der Situation bewusst. Die Exilregierung, der Widerstand, allesamt Feiglinge. Wenn ihr erlaubt, werden wir sie in ihren Verstecken begraben. Was soll ich tun? Die alte Regierung sendet Generatoren an den Widerstand, um deren Artillerie mit Energie zu versorgen. Der Widerstand hat Balmoras übelste Mörder für ein bisschen Wachdienst als Gegenleistung begnadigt. Phase 1 von Operation Umschwung ist die Zerstörung dieser Generatoren und die Eliminierung der Mörder. Seid ihr dabei? Einen Moment habe ich. Nehmt euch die Zeit und lasst den Tod herabregnen. Die Generatoren befinden sich im Nibray-Lagerhaus. Wenn ihr sie in Stücke sprengen könnt, zeigt ihr damit dem balmoranischen Widerstand, dass es mehr braucht als kaltblütige Mörder, um das Imperium aufzuhalten. Seid ihr der Offizier, der sich um Deserteure kümmert? Mein Sith-Lord, eure Gegenwart ehrt meinen kleinen Posten. Ich bin Lieutenant Trishoda. Das Oberkommando hat mich damit beauftragt, herauszufinden, wie diese Rebellen denken. So geschmacklos das auch sein mag. Habt ihr einen Kandidaten gefunden? Jemand, der für das Imperium wertvoll genug wäre, um ihn zu rekrutieren, statt ihn gefangen zu nehmen? Ein Mann namens Griffin Remus. Diese Daten hat er mir schon gegeben. Wieso foltert ihr ihn nicht, um an das zu kommen, was er noch hat? Ich schicke meine Leute, um ihn abzuholen. Danke, mein Sith-Lord. Vergebt mir die armselige Bezahlung für eure Dienste. Wir haben einen, Standardtarif.